So, I'm back. Zack. Ich muss morgen wieder einkaufen, habe mich bisher erfolgreich drum gedrückt, weil ich nur eine einzelne FFP2-Maske habe. Meine Bestellten immer noch nicht da sind. Ich war letzten Samstag einkaufen. Ich habe sehr viel eingekauft. Ich brauche erstmal nicht los. So, es geht weiter. Und zwar mit einem Battle Sprite für Coco. Habe ich jetzt eine Stunde für den Battle Sprite? Okay, ich habe auch gezeigt, was los ist und so. Okay, und der Sprite war auch eher aufwendig als nicht aufwendig, lol. Ich glaube, Jojos Sprite wird sehr aufwendig, weil ich den komplett from scratch pixeln muss. Aber wir gucken mal. Ich habe halt kein Auto, leider. Alles gut. Alles gut. Das war einer der Dinge, die ich nicht besonders gemocht habe, als ich in Hannover gelebt habe. Man konnte halt zu Fuß einkaufen gehen und darum hat man das Auto nicht genommen, weil, warum? Ich kann auch einfach zu Fuß gehen, aber da muss man die ganze Scheiße halt auch tragen und Großstadtleben, dass das viele Vorteile hat, ist ein Märchen. Stimmt alles einfach nicht, es dauert einfach alles länger. Aber das ist ein sehr weitreichendes Thema. So. Was ich jetzt machen werde, ist Musik anmachen. Ich mach mal andere Mocken an. Moment. Machen einfach das mal an und lassen es laufen. Das Remixes. Nee, den meine ich nicht. Den meine ich nicht. Die meine ich. So. Die ist super entspannt. Was hast du eigentlich für Musik? Eigentlich höre ich kein aktiv. Wenn ich zu Hause bin, fast keine Musik. Aber wenn, dann ist es meistens 80s, 70s, 90s Rockmusik. Also ein bisschen Iron Maiden, ein bisschen Dio, ein bisschen vielleicht nicht mal unbedingt bandbasiert. Wenn der Stil stimmt, ist es eigentlich egal. Aber halt so in die Richtung. Kansas hatte einen guten Song. Liberty Reckless sind super, aber ich höre halt nie oder sehr, sehr selten Musik, wenn ich zu Hause bin alleine. Wenn, dann ist es meistens sowas. Halt, weil es im Hintergrund läuft, während ich arbeite. Und dann habe ich gerne was zum Entspannen. Da ist Lofi-Musik für mich zumindest immer sehr, sehr interessant. Videogame Study Lounge. Ja, hast du nicht gesagt, ich soll das anmachen irgendwann mal? Ja, jetzt habe ich erstmal das angemacht. So,
Ich habe jetzt einfach Lima Lee's Battle Sprite geladen. Oder ihre Frames, ihre Animation. Und werde damit dann einfach arbeiten. Das hier ist das Startsprite, logischerweise. Transparency ist auf Rot eingestellt, cool. Ich benutze kein Tiefrot in dem Sprite, das heißt, da laufe ich keine Gefahr, dass sie transparente Stellen im Sprite selbst drin hat. Der Song, der gerade läuft, höre ich gerade zum tausendsten Mal. Ja, weil er aber auch einfach geil entspannt ist, finde ich. So, und jetzt komme ich einfach her und ersetze im Prinzip in dem Stil, in dem ich das bei Lima Lee gemacht habe, quasi den Sprite oder passe ihn an. Das heißt, wir brauchen erstmal, dass das eine Auge nach rechts guckt. So. Okay. Jetzt kann man herkommen und sagen, wir entfernen ein bisschen was aus dem Kopf, aber das sieht nicht so geil aus. Darum müssen wir versuchen, eine organische Drehung des Kopfes in dem Sprite darzustellen. Das ist relativ tricky. Aber wenn man das halt, wenn man da irgendwann Übung drin hat, was ich halt sehr durch letzte Nacht halt viel hatte, dann ja, fällt das irgendwann nicht mehr so schwer. Jetzt mit der Kapuze habe ich mich vielleicht etwas weit aus dem Fenster gelehnt, aber es sollte eigentlich gut klappen. Man muss sich halt nur an seine eigenen Vorgaben halten, die man sich da selbst gibt, während man das baut. Das heißt, die ganze Hairline ist ein bisschen nach rechts gegangen. Die Schnauze selber ist ein bisschen nach rechts gegangen. Der ganze Kopf dreht sich ein bisschen weiter und dadurch sieht man halt automatisch auch mehr von dem Cape. Das sind immer dieselben 20 bis 30 Songs bei diesen Lofi-Videos. Es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal einen Lo-Fi-Stream anhatte. Aber darum geht's auch gar nicht. Ich persönlich zumindest bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, nee, auf den habe ich jetzt keinen Bock. Weil ich es zu selten höre einfach. So, das sagt jetzt so an sich selbst noch nicht viel aus, dieser Kopf. Aber wir müssen ja auch noch den Körper mit rüberziehen, nicht wahr? So, also wird der Körper gecopy-pastet. Entfernen die Schale, in der der Kopf drin liegt, sozusagen. Und müssen auch jetzt hier wieder eine organische kleine Drehung hinbekommen. Und wenn der Körper sich leicht, in dem Fall vom Körper aus gesehen, nach rechts dreht, verschwinden halt gewisse Dinge für den Betrachter hinter dem Körper. Das heißt, er verschiebt sich einfach nach schräg links oben. Das heißt, der Arm ist ein bisschen schlechter einsehbar. Der verzieht sich hier so ein bisschen nach hinten. Das Ganze verschiebt sich ein bisschen nach oben, weil der halt schräg dreht, der Charakter. Hier könnte man jetzt noch so eine kleine Brücke einbauen. So. Und schon steht der Charakter schon etwas schräger. Dem Ganzen fehlt jetzt noch so ein bisschen Feinarbeit, sage ich jetzt einfach mal. Die ich jetzt hier manuell einfach nachziehe. No biggie. So. Ich könnte den Kopf vielleicht sogar noch ein bisschen weiter drehen. Gucken, ob ich das hinkriege. Ohne dass es halt seltsam aussieht. Okay, für den Stream ist es sehr angenehm, tatsächlich dann einfach nach rechts rüber gucken zu können, das Ganze etwas ausgezoomt zu sehen, also aus eurer Stream-Perspektive. Weil letztens gab es wieder News zu Bayonetta 3. War das nicht einfach der Producer, der gesagt hat,
Die Arbeiten an Bayonetta 3 gehen gut voran. Zumindest das, was ich gehört habe. Die Locke kann hier vielleicht noch ein bisschen weg. Yes, okay. Dann sind wir da on the same page. Ah, ich glaube, ich muss tatsächlich noch... Das sieht schon ein bisschen besser aus. So. Die Einzelteile lasse ich immer auf der ersten Frame liegen, für den Fall, dass ich sie später nochmal brauche. Jetzt würde ich hier gern auch... Ja, es ist eine Dame. Es ist ein Damenhund. Eine Bitch, lol. Eine Knifte in die Hand drücken. So. Also, Coco, du sagst, es ist ein Gewehr, ne? So, und dadurch, dass wir auf einer sehr kleinen Ebene arbeiten, war vorher hat man über ein Jahr überhaupt nichts gehört. Das ist richtig. Gut, wir hatten aber auch La Cauldron am Start. So, ich würde das gerne so eins haben, dass sie die Knifte casual einfach in der Hand hält. Ohne großartig damit zu posen. Das kommt dann, wenn sie ballert. Das heißt, ich kopiere den Sprite jetzt nochmal, weil ich jetzt das hier drüber legen muss und für den Fall, dass ich was verkacke, ein Backup brauche. So, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat ein Gewehr hinten so einen etwas dickeren Bolzen. So. Na, ich glaube, man kann schon erkennen, was ich machen möchte. Er hat halt die Knifte so in der Hand wie die typischen amerikanischen Farmer, die ihre Knifte immer in der Hand halten. So, jetzt fangen wir hier mit schönen hellen Farben an, die sich gut genug abheben müssen von dem Rest des Bodies, was relativ schwer werden kann, weil der ganze Body grau ist. Aber das kriegen wir ganz gut hin. Tatsächlich sind alle Farben, die ich brauche, in dem Sprite schon drin. Das ist sehr angenehm. Ein Pink. Nein, kein pinkes Gewehr. Komm. Sag nicht dieses. So. Okay, dann ein güldenes. Nee, ich will das so schaffen. Was man tatsächlich noch machen könnte, ist... den Arm etwas näher an den Körper ziehen. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte sie das unter den Arm geklemmt. Oh. Aber soll es aussehen, als würde sie das in der Hand halten. Das heißt, ich muss den Arm näher an den Körper ziehen. Dann sieht das aus, als wäre er einfach durchgestreckt. Darum rippe ich gerade das Gewehr hier raus. So. Du hast eine kreative Ader, das muss ich sagen. Achso, mein Brainscan hat by the way ergeben, dass meine linke Gehirnhälfte größer ist als meine rechte. Und angeblich ist die linke Gehirnhälfte mehr für Logik als für Kreativität zuständig. Also wissenschaftlich spricht eigentlich was dagegen, dass ich kreativ bin. So, aber danke. Danke. So. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter runterziehen. Das ist aber auch viel Übung. Oder viel Routine, sagen wir es mal so.
Brain Boy. Ja, das ist dann einfach eine Binsenweisheit. So und so schon sieht es viel mehr so aus, als würde sie die Knifte tatsächlich auch in der Hand halten. Hier muss noch ein weißer Pixel hin. Hier geht der Lauf noch weiter. So. Dann haben wir schon mal die Idle. So ein bisschen. Ich würde... Aber Idle-Animationen fucken mich immer richtig ab. Die sind mega langweilig. Und tragen nichts dazu bei. Darum sind bei mir Idle-Animations meistens immer nur so 2-3 Frames. Halten mehr auf als alles andere. Darum werde ich für Kokos Idle-Spray einfach... Idle-Spray, wow. Idle-Sprite einfach machen, dass das Cape weht. Wenn man mir ein Cape zum Arbeiten gibt, dann werde ich das auch schamlos ausnutzen. So, jetzt lösche ich einfach Limali und der Reference Point ist immer derselbe, nämlich der Fuß. Jetzt habe ich alles bis auf den Fuß gelöscht. Das heißt, ich habe sie jetzt auch auf der nächstfolgenden Frame immer an derselben Stelle. Jetzt lösche ich Limali hier einfach raus. Sorry, Limali. Und animiere das Cape ein bisschen durch. So, da können wir auch ruhig als Ausgleich dann für meine Vorleit ruhig mal ein paar Frames mehr machen. Das geht bei Capes sehr entspannt. Das Endergebnis der Animation sehen wir, by the way, erst im Maker oder wenn ich halt jetzt so mache. Ich kann auch ein Preview-Fenster laufen lassen, aber dadurch, dass hier alle Sprite-Sheets drin sind, die für das Battle, für den Battle sichtbar oder nötig sind, werdet ihr dann nicht viel draus erkennen können. Was interessant ist jetzt, ich muss eine Bewegungsanimation machen für einen Sprite, der sich eigentlich nicht bewegt. Zumindest nicht innerhalb des Kampfes. Ich brauche die Animation aber trotzdem für die Fluchtanimation. Weil im Kampf, okay, bleibt Coco an Ort und Stelle und ballert einfach drauf los. Das heißt, ich benutze es wieder, jetzt benutze ich das aus dem ersten Sprite, aus der ersten Idle Animation als Ursprungspunkt, sagen wir es mal so. Und baue dann wieder in dem Stil die Sachen um. Das heißt, hier kommt, wird das Auge kleiner, es wandert nach rechts. Das ist so das Erste. Dann haben wir schon mal die Kopfdrehung ein bisschen tiefer drin. Dann verschiebe ich die Schnauze noch ein bisschen nach vorne. Dann haben wir die Kopfdrehung noch viel mehr drin. Und so weiter. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Die Kapuze sieht man jetzt völlig von der Seite. Das heißt, das kommt komplett weg hier. Hier unten kommt noch was für die Schnute hin. Und so weiter und so fort. Weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, mich in jedem Stream zu wiederholen, aber ich denke, das liegt in der Natur der Dinge. So. Boah, Déjà-vu. Okay. Genieße es. Wann habe ich das letzte Mal Déjà-vu gehabt? War schon ein bisschen her. Hier die Unterseite machen wir mal ein bisschen dunkler, weil die Schnauze ja grau ist. Da kann ich sogar die Nase hier ganz nach vorne machen. Ja, sieht doch besser aus. Und dann bin ich wieder Lazy Bones und pack einfach den Kopf hier drüber. Es geht halt schneller, wenn man auf dieser kleinen Ebene, Pixelebene basiert, weil ein Pixel halt viel mehr aussagt, als das bei großen Sprites der Fall ist. So, und jetzt bin ich hier wieder Lazy Bones und schiebe einfach das Zeug ungefähr rüber, korrigiere, wo ich korrigieren muss. Es wär halt dumm, alles für jeden Charakter nochmal neu zu pixeln, weil warum soll ich das machen? Kostet nur Zeit. So. Dann kommt der Fuß. Gott sei Dank tragen die beide Capes. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. So, rauskopieren die Öttel.
Tape setzen wir so 1:1 um. Interessant wird es gleich tatsächlich bei der Schießanimation, weil ich das so auf der Pixelebene und so noch nicht gemacht habe. Das wird sehr interessant. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Aber es dürfte nicht so schwer sein, weil es halt nicht viele Frames sind. Die Attacken-Frames sind sowieso nur 3 insgesamt, die aber halt mit Leben befüllt werden, mit dieser Bewegungswusch, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Aber ja, es verwirrt eher statt Spaß. What? Achso, Déjà-vu. Ja. Dann wünsche ich dir ein baldiges Erwachen aus dem Déjà-vu. I don't know. So, Escape. Pflanzen wir mal 1:1 hier rein. Easy game. So, tatsächlich aber unbewusst, dass ich auch Limali als Ursprungssprite genommen habe. Das war nicht mein Absicht. So, in der Mitte ist hier nichts. Und jetzt müssen wir aufpassen hier mit dem Hüftteil. Hier können wir von dem Arm einfach wegrippen. Den Arm sieht man hinten ohnehin nicht. So, was halt gleich noch interessant wird, sobald der Körper ausgetauscht ist, mit dem Cape, wie wir das machen. Was sind alles Einframe-Animationen? Alles echt nicht tragisch. Und achtet vor allen Dingen auch keine Sau drauf. Ihr jetzt vielleicht, weil ich es euch erkläre und zeige. Maybe. Aber selbst wenn ich es euch jetzt erkläre und zeige, werdet ihr das im Spiel selber sehr wahrscheinlich zwar wissen, aber trotzdem nicht unterbewusst zumindest nicht wahrnehmen. So, jetzt brauche ich hier die linke Schulter. Das ist der Punkt. Den Schatten vom Kopf haben wir da schon. Also ziehe ich mir das rüber. Dann brauchen wir die rechte Schulter. Das ist der Punkt hier. Da ziehe ich mir das hier rüber. So. Justiere hier ein bisschen nach. Der Träger von dem Oberteil geht hier halt mit. Muss man bedenken. Dann ist hier ein Teil Hautfarbe. Das ersetzen wir durch Grau, weil sie ist ja eine Wölfin. Ja. Und in der Mitte ist nicht so viel Grau wie bei Limali. Also ziehen wir auch hier einfach nur den Shit darüber. Den Stissel. Vielleicht nicht ganz so suffisant. So. Und hier das Teil Hautfarbe muss auch noch grau werden. Boop. So. Im direkten Vergleich. Wo kann man noch was machen? Also das Käppchen ist definitiv zu lang. Das muss ein bisschen kürzer werden, aber anstelle des Käppchens machen wir da jetzt das Cape hin. Beziehungsweise die Outlines vom Cape. Für alles andere ist jetzt nicht gar kein großer Platz. Es sei denn, wir machen uns ein bisschen Platz. So. Dann ist das Cape noch ein bisschen zu lang. Und das Cape ist auch zwischen den Beinen noch sichtbar. Was ja im Hintergrund ist. So, das kann alles weg. Das sind Schnippelreste. So. Ups. So, und jetzt käme normalerweise die Attack-Animation von Limali in diesem Fall. Aber da Coco ja keine Melee-Waffe hat, sondern eine Schusswaffe, nehme ich jetzt erstmal das pure Sprite hier von ihr. Das ist die Bewegung mit Waffe. Die findet bei, wie gesagt, bei Coco nicht statt, also weg damit. So, und das ist jetzt die erste Frame in der Attack Animation. Und da würde ich tatsächlich einfach sagen, machen wir 3 Keyframes, sogenannte. Oder 2 Keyframes,
Die eine ist die Ausgangsposition, in der sie steht. Und die dritte ist, in der sie sich abkniet. Wobei... Nee, das machen wir uns noch einfacher. Das hätte zwar einen coolen Effekt, sie abknien zu sehen, aber... bringt langfristig nicht so viel. Ich glaube, es ist für den Spieler more satisfying, wenn sie sofort kniet, aber man halt die Schussanimation sieht. Also quasi den Rückschuss der Knifte. Das ist, glaube ich, ein bisschen gechillter. So. Das heißt, wir fangen hier sofort an mit der Abknie-Animation. Hier mache ich einmal for reference alles weg bis auf die unteren 3 Pixel. Nehme den Sprite und schnippel den auch hier wieder auseinander. Gnadenlos. Linkes Bein, rechtes Bein, die Arme. Halt immer so ein bisschen Reste übrig. Manchmal ziehe ich die dann noch nach, manchmal lasse ich es. Das hängt von meiner Laune und von meinem Bock ab. Jetzt habe ich nur den Oberkörper, den Kopf und die ganzen Einzelteile. So. Wie kniet ein Mensch ab oder ein humanoides Wesen? Cape muss weg. Cape machen wir hinterher. Es ist auf jeden Fall immer ein Knie im rechten Winkel so angewinkelt, dass der Fuß nach hinten zeigt und das andere Bein ist so abgewinkelt, dass der Fuß auf dem Boden steht als Stabilisator. So, auch alles Scheiße, um die man sich Gedanken machen muss, wenn man pixelt. Pixel Sprites, insbesondere in der Größe eines RPG Maker Pixel Character Sets, tendieren immer dazu, sehr schnell sehr lang zu werden. Das heißt, man muss immer manuell ein bisschen nachkürzen. So, wir haben jetzt das erste Bein, wo Coco mit dem Knie auf dem Boden ist. Und jetzt kommt das zweite Bein, das mit dem sie Stabilisierung durchführt. So. Mega easy, hier kommt der Fuß auf den Boden, darum ist er ein bisschen breiter aufgestellt. So. Jetzt kann man die theoretisch einfach ineinander schieben. Mir gefällt die schwarze Kontur hier aber nicht, darum korrigiere ich die einmal und mache das Bein ein bisschen besser sichtbar. Nehme hier vielleicht noch ein bisschen Zeug raus. Bisschen Kontur. Packe das dann ineinander. Hier kann das Knie kann sogar noch spitzer abstehen. Das ist kein Problem. Es geht dann hier wieder rein, weil so funktionieren Beine. Die stehen selten in einem perfekten 90-Grad-Winkel. Und dann kommt der Oberkörper. Normalerweise ist es bei Angriffsanimationen so, dass der Oberkörper nach vorne gelehnt ist, weil man das Körpergewicht als Kraft mitnutzt, ja, das Gewicht des Oberkörpers. Jeder, der Schmalz gehackt hat, lehnt sich dabei nach vorne und bleibt da nicht aufrecht bei stehen. Das ist einfach nur sehr unnatürlich. Bei einer Schussanimation allerdings ist es genau das Gegenteil. Sich da nach vorne zu lehnen würde einfach nur bedeuten, dass man aus irgendeinem Grund den Arm weiter nach oben, das würde alles nicht hinkommen. Also man ist beim Schießen eher gerade ausgerichtet, erst recht, wenn man weiß, was man tut. Darum weiß ich gar nicht, ob ich an dem Körper irgendwas ändern sollte. Ich kopiere den einfach mal, genauso wie ich die Beine kopiere, für den Fall, dass ich was verkacke. Und ziehe das einfach mal drauf und gucke, was passiert. Also da es das Hüftteil ist, würde ich tatsächlich das Hüftteil ein bisschen kürzen. So. Und das Bein priorisiert nach vorne schnellen lassen oder zeigen lassen. Oh. Gucken, ob ich heute Nacht die Energie in Memory Lane stecken kann, die ich hier reingesteckt habe. Aber ich bin zuversichtlich. Das ist mir sogar fast noch ein bisschen zu schräg. Ich will mal wissen, wie das mit Kopf aussieht. Zu weit hinten. Oh.
By the way, Graphics Gale, unfassbar geiles Programm. Wenn dieses Ding kompatibel mit dem Graphic Tablet ist, raste ich für immer in meinem Leben aus. Weil ich gar nicht weiß, Pixel auf dem Graphic Tablet, Jojo, du hast doch da Erfahrung. Ist das wirklich so viel geiler? Ich bin notgedrungen mit der Maus sehr genau geworden, also weiß ich gar nicht, ob das so ein großes Problem wäre. So, das sieht jetzt ein bisschen verzwirbelt aus. Das wird aber gleich durch die Schussanimation bzw. durch das Halten der Knifte ein bisschen aufgedröselt und besser für das Auge erkennbar. Ansonsten muss ich manuell korrigieren. So. Oh. Das ist der rechte Arm. Ich jetzt überlege, der linke Arm ist das, ne? Der muss angewinkelt sein. Wenn man Rechtshänder ist zumindest. Nee, muss er gar nicht. Umgekehrt. Wenn man Rechtshänder ist, muss er gerade sein. So. Aber weniger wegen Genauigkeit, die ist gleich, sondern eher, weil ich die Stifthaltung angenehmer finde als so eine globige Maus. Got you. So, und hier spielt dann halt wieder das Problem die Rolle. Oh no, ich muss jetzt eine Waffe pixeln, respektive eine Armführung darstellen, die in der Farbpalette genau dieselben Eigenschaften hat wie der Rest des Körpers und die Knifte. Ich croppe mir mal hier die Knifte raus, damit ich die Farbpalette der Waffe sofort zur Verfügung habe, wenn ich sie brauche. Mach aber trotzdem erstmal in grün. Habe ich mir die Olle kopiert? Habe ich. Achso, wenn ich beleidigende Worte für das Sprite verwende, dann nicht, weil ich was gegen Coco habe, sondern weil ich das grundsätzlich mit alles und jedem mache, was ich pixle. Es ist egal. Und wenn ich einen Familienhund pixeln würde, würde ich dann wahrscheinlich sagen, keine Ahnung. So, wo ist die Töle jetzt? Das bezieht sich immer nur auf das Digitale, nicht auf das, was ich da mache. Aber ich denke, das sollte klar sein. So. Also, Knifte hält man auf Schulterhöhe, wenn man eine abzieht. Ja? So. Ja. Das geht tatsächlich unterhalb des Armes lang. So, und jetzt muss ich hier noch darstellen, dass sich hier das festhält. Und das wird jetzt halt richtig, richtig räudig. Mit der Farbpalette. Hier kommt by the way noch Cape hin. Das wird das Bild auch nochmal stabilisieren. Mit Weiß wird das nix. Ich könnte hier noch eine Konturenlinie reinziehen. Sieht auch sehr klobig aus. Ich guck mal. Man kann by the way extrem oft rückgängig machen bei diesem Programm, was ich auch sehr genieße. Also wenn ich irgendwas verkacke, kann ich das immer noch korrigieren. Das ist nicht das Promble. Hier hin, aber das, nee. Schlimm. Wenn die Knifte eine Konturenlinie kriegt, ist es viel zu dick. Passt überhaupt nicht. Der Bolzen darf noch ein bisschen breiter. Ich könnte die Hand einfach kleiner machen, das macht auf jeden Fall Sinn. Hier einen Pixel rausnehmen, um die Knarre länger darzustellen. Dann ist aber der Arm zu lang. Das heißt, zack, 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 zack,
Zack, zack. Hier ein bisschen Fluss reinbringen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Was passiert, wenn ich jetzt hier ein bisschen dunkler mache? Noch nicht viel. Das ist zu dunkel. Dann kann ich eher hier vorne noch mitarbeiten. Mhm. Ja. Bigger, better Burger King. Und das Knie muss ein bisschen kleiner werden. So. Jetzt fehlt noch das Cape. Ich glaube. Kleinen Ebenen zu pixeln macht so viel Probierarbeit aus. Aber ist auch logisch, wenn ein Pixel 5% des Körpers sind, dann ist ein Pixel halt auch extrem viel. Und wenn die dann auch noch Konturen, Outlines haben, die auch nochmal voll viel fressen. Ah, ich habe mir in die Hand gepiest zum Joy-Con öffnen. Damn. Ich habe dir oft genug angeboten, dass ich das auch für dich mal probieren kann. Oh, man könnte noch den Fuß ein bisschen weiter. Ja. Ja. 25%, ne? Weißt du. Ich weiß, was mich stört. Das Bein im Hintergrund ist zu hell. Das heißt, ich muss es hier ein bisschen abdunkeln und das Bein vorne heller machen. Ganz wichtig da. Boah, diese schwarze Kontur nervt mich. Na klar, dann mache ich ja mal einen Battle Sprite und dann habe ich Promblis. Heute ist letzter Versuch, dann würde ich deine Hilfe gerne bei Zeit in Anspruch nehmen. Yes. Die 25% tun echt weh. Understandable. Was hast du denn in die Hand gerammt? Den Schraubenzieher?
Ja, das war's. Ah, ich bin auch so ein Idiot. Die Knifte zu weit unten gehalten. So, das mache ich hier nur für Textur. Das wird nämlich gleich eh damit überschrieben. Oh, nein! Ach. Das sieht gleich schon ein bisschen mehr badass aus. Na sicher, dass das am gefährlichsten ist. Man hat bei dir manchmal das Gefühl, dass du das Schicksal absichtlich herausforderst. Nur um zu gucken, was passiert. So, jetzt fehlt noch das Cape. Weil sie sich hier abhockt, liegt das Cape schon ein bisschen am Boden. So. Jetzt wollen wir mal schauen. Ja, ist okay. Kann man so lassen. So, dann kommen jetzt die Animationen dazu. Das mache ich mir ein bisschen einfacher. Ich mache erst die drei Frames. Die kopiere ich dann. Und füge dann erst die den Bewegungswusch ein. So. Auch hier werde ich wieder ein bisschen lazy. Ich kopiere mir und croppe mir die Knifte samt Arm raus. So, jetzt habe ich hier nur den Arm. Und entferne ihn erstmal hier komplett. So. Entferne S hier erstmal komplett. Macht mehr Sinn, ne? Dann Oberkörper, Textur ein bisschen rausdingsen, weil wegen der Gemütlichkeit. So, jetzt chillt sie da auf dem Boden, hat keine Arme, keine Beine. Nur keine Arme, sorry. Und jetzt verschiebe ich das einfach so ein bisschen. So. Okay. Wenn ich jetzt wieder drauf ziehe, gut, das ist jetzt ein bisschen hässlich geworden, das gebe ich zu. Das gebe ich unverblümt zu. So. Bevor ich das hier drauflege, zoome ich lieber erstmal raus. Peng. Das können wir allerdings noch etwas ad absurdum führen. Indem wir es hier nochmal teilen. Hier nochmal teilen. Dann muss ich die Hand hier hin korrigieren. So. Und ruhig auch hier nochmal teilen. Oh, zu weit. Hier nochmal teilen. Das ist eine Frame, die man nicht besonders lange sieht. Also sind eventuelle unzureichende, schwebende, dreckige Pixelpartikel gar kein Problem, wobei ich finde, es geht eigentlich. Peng. Peng. Scam-Stich auf Nahtoderfahrungen. Ich befürchte es auch bald. Ich hätte mir die Knifte von eben gerade kopieren sollen. Boah, kriege ich die noch? Zwischenablage. Z, 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 Z. Och, darum liebe ich Graphics Gay. Einfach ewig lang zurückdrücken können ist das Geilste. So. Jetzt habe ich hier die ursprüngliche.
Knifter. Oder die, die in der Hälfte in der Luft ist. Und der Rückstoß, der stattfindet durch eine Waffe, passiert so schnell, dass ich die Bewegung von dem Ursprungspunkt bis zum höchsten Punkt nicht animieren muss. Der kann sofort dahin springen. Das passiert innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Was aber langsamer geht, ist die Bewegung vom Pivot Point, wo die Knifte ganz oben nach oben zeigt, bis zurück zum Ausgangspunkt. Da habe ich mir gerade das Gewehr nochmal kopiert und hier in diese Frame eingefügt. Jetzt nehme ich aber nochmal die hier und schreibe die da drüber, weil die ein bisschen einfacher zu bearbeiten ist. Weil die weniger Pixel abschneidet. So. Der Arm bleibt sogar da, wo er jetzt ist. Dann lege ich den einfach drüber. So. Da hockt sich hin. Peng. Und dann geht das. Beziehungsweise Peng. Und zurück in die Ausgangsposition. Peng. Und zurück in die Ausgangsposition. Peng. Das kann man jetzt aber noch ein bisschen geiler darstellen. Tatsächlich. Und zwar, wenn das die Ausgangsposition ist und hier die Keyframe ist, können wir einfach die abermals kopieren und fügen dann hier noch so eine geile Wusch-Animation mit rein. Dass halt die Bewegung der Knarre auch vernünftig dargestellt wird. So. Dazu macht man einfach einen weißen Schleier, der den Bewegungsablauf des sich zu animierenden Objektes darstellt, mehr oder weniger. Und gibt dem Ganzen dann so ein Motion Blur, wenn man das so nennen möchte. Das ist halt quasi so ein bisschen verschwimmt. Sehr ruhig geworden. Habe ich euch mit meinen Erklärungen in den Schlaf gedrillt? Ich würde es euch nicht verübeln. So. Peng. Oh, ich bin sehr faul, aber tatsächlich alles andere einzufügen würde auch einfach keinen Sinn mehr ergeben. Ich könnte jetzt noch eine Wusch-Animation machen, wo die Knifte zurück in die Ursprungsposition geht, aber das würde keinen Sinn machen. So schnell bewegt sich die nicht in die Ursprungsposition. Ich versuche nur nicht zu sterben. Okay, das ist ein vornehmes Ziel. Nee, bin gespannt. Okay. Stellt sich heraus, dass die Schussanimation dann doch sehr einfach ist für mich zum Umsetzen. Und sehr nicht besonders arbeitsintensiv. Piu! Dann geht die zurück in die Ausgangsposition. Piu. Und zurück. Piu. Und zurück. So. Jetzt kann ich die ganzen Angriffsanimationen von Nibali. Also hier, Melee ist deutlich anstrengender, wie man sieht. Das ist die Attack-Animation ohne Waffe. Das ist die Item-Animation. Das heißt, es geht von hier bis hier. Yes. Ich kann sehr schön geil V sein bei der Schusswaffe. Sehr angenehm. So, jetzt kommt die. Ich benutze ein Item-Animation. Die Hand habe ich auch relativ simpel. Wenn die linke Hand frei ist, wird die Animation mit der linken Hand durchgeführt. Und zwar spawnt ein weißer Punkt, der das Item darstellen soll. Dann schließt sich langsam die Faust des Charakters. Und wenn die Faust geschlossen ist, platzt das Item quasi auf und ist dann eingesetzt. So wie manuelle Seelen bei Dark Souls eingesetzt werden quasi, oder Menschlichkeit bei Dark Souls. Wenn in der rechten Hand aber eine Waffe ist, oder in der linken Hand, dann muss ich halt die rechte Hand benutzen. Gar kein Problem. So. Und auch hier handhabe ich das dann sehr einfach. Ach, ich benutze noch nicht mal die Hand, ich benutze die Ursprungs
Ursprungshand von dem Sprite in der im Character Design, im Character Set. So. Könnte sogar. Muss schon mal gucken. Ob ich hier sogar noch ein bisschen dünner machen kann, den Arm. Nee, passt schon. Muss ja auch irgendwie das Schließen der Faust darstellen. Und wieder faul. So, hier schließt sich jetzt die Faust. Und das Item platzt. Das habe ich jetzt schon so oft gemacht in den vergangenen 24 Stunden, dass ich da nicht mehr besonders drüber nachdenken muss. Zack, 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 fertig. So. Das ist die Magie, vorläufige Magiepose. Da nehme ich nicht die Idol, upsala. Da nehme ich nicht die Idol, sondern... Nee, da muss ich die Idol nehmen. Ha! Stimmt, weil sie eine Fernkämpferin ist. Hat sie gar keine Steady-Animation, in der sie so steht, als wäre sie bereit dazu zuzuhauen. Also wo quasi, wo man nur so ein bisschen breitbeinig steht, so wie das halt bei Dimali hier gerade ist. Ein bisschen auseinanderziehen. Auch hier geht es ein bisschen weiter auseinander, damit etwas breitbeiniger steht. Ich mach mal Copy-Paste, just in case, dass irgendwas passiert, aber auch am besten mit dem ganzen Oberkörper, Dennis, sonst wird das nix. So, und da man ja etwas beschwört, lehne ich den Charakter auch so ein bisschen weiter nach vorne, räume den ganzen Quatsch auf, der durch das Verschieben entsteht, wenn es ein bisschen generisch aussieht, achtet am Ende des Telefons des Lebens keine Sau drauf. Den Arm kopiere ich aus der normalen Position der Ursprungsanimation für das Item. Also ihr seht, es ist viel Copy-Paste, erst recht auf dieser kleinen Pixel-Ebene, weil warum sollte ich das alles nochmal machen? Ich würde den Arm aber trotzdem nochmal verlängern. Weil auch wenn das ein bisschen niedlich aussieht, dass es halt so eine Paw ist, ne? so eine Pfote, was es ja letzten Endes auch ist, das war mir das dann etwas zu kurz. So. Und dann möchte ich, was ich geplant habe. Achso, erstmal sollte ich ein Backup machen. Wow, mutig. 54 Minuten an der Geschichte dran und noch kein Backup gemacht. Naja, gut. Coco Battle. So. Was wollte ich sagen? Achso, ich möchte hier so eine fancy Animation machen. Das in dem Character-Set selber gar keine große Animation stattfindet, wenn ein Skill gewirkt wird. Einfach weil die Möglichkeiten der Skills zu groß ist. Also es wird wahrscheinlich zu viele verschiedene komische Skills geben, die sich jeder ausdenkt. Und ich möchte nicht unbedingt... Achso, die Death-Animation habt ihr noch gar nicht gesehen von den Charaktern. Und ich möchte nicht unbedingt für jeden Skill eine neue Animation basteln. Habe ich keine Lust drauf. Und hier fängt schon Victory an.
Das ist Vergiftung, das wird im Spiel noch gar nicht verwendet. So. Ich habe schon eine kniende Person. Ich habe schon eine kniende Coco. Da werde ich jetzt dreist. Ich kopiere mir die kniende Coco. Füge sie hier ein. Nehme mir die Knifte aus der Hand. Falls ich die in der Form überhaupt so brauche, sehen wir gleich. Lösche die Knifte. Gib ihr ihren regulären Oberkörper, der noch überschrieben ist von dem Rest des Gewehrs. Oh. Mal ein bisschen kleiner machen noch. So. Und jetzt müssen wir darstellen, dass jemand am Boden ist, ja? Dass jemand vielleicht auch Schmerzen hat, aber mit den Kräften am Ende ist. So. Und das stelle ich immer sehr gerne durch einen gesenkten Blick dar. Ich kopiere mal die Oberseite des Kopfes, entferne die Augen. Das klang schlimm, aber ihr wisst, was ich meine. Intensiviere den Schatten unter dem Cape, dass der Schatten quasi über die Augen fällt. Also auch wieder so ein 0815 Anime-Trope. Schnauze ist ein bisschen gesenkt. Boah, sieht schlimm aus. Aber nicht so schlimm wie das Foto von dem einen Hund, das ich gesehen habe, dem anstatt ein zweites Ohr, da wo sein Ohr war, eine Schnauze gewachsen ist. Das sah übertrieben schlimm aus. Ich wünschte, ich könnte Anzi-Juice trinken, aber gibt's leider nicht. So. Das wird sehr oft in Spielen so dargestellt. Dass jemand, wenn entweder jemand ist gerade traurig oder ist gerade nicht kampfbereit, dann ist der Blick gesenkt und der Schatten von, sofern Kopfschmuck getragen wird oder Kopfbedeckung getragen wird, diese Kopfbedeckung wirft dann so einen Schatten, dass man nicht sieht, die Augen des Charakters nicht sieht. So. Und der Arm, der muss jetzt aber weiter durchhängen tatsächlich. Der ist jetzt so, der war jetzt gerade so zu sehr gebeugt. Sieht dann, auch wenn es gemein klingt, aber etwas zu fröhlich aus. Auf der anderen Seite reicht dafür ein schwarzer Strich, weil man ja etwas gedreht ist zu der Kamera. Und auf der Seite reicht, würde ich dann hier das Ding so einfügen. Aber, wait, he's not all, man. Wir haben ja immer noch die Knarre, die Coco in der Hand hält. So, ins Detail müssen wir jetzt hier auch nicht gehen, das wird man alles später nicht sehen. Und zwar ist die zum Boden gesenkt. Bisschen gedreht, bisschen sauber gemacht, so wie sich das gehört. Ich glaube, ich bekomme gerade Tetris-Effekt von Pixeln. So, jetzt machen wir da die Hand drüber. Und sie hält ja die Waffe immer noch in der Hand. Nur halt nicht mehr aufrecht. Weil sie hat einfach keine Kraft mehr dafür. So, dann fügen wir hier noch ein bisschen Schulterstuff ein. So, und schon ist Coco traurig, sorry.
Aber gehört zur RPG halt auch dazu. Und dann Copy, Delete, Paste. So. Gucken, ob das von den Frames her passt. Ja, ist okay. Jetzt haben wir noch die Victory Animation. Da habe ich eine Idee. Gucken, ob ich das hinkriege. Das ist nur eine Idee. Wenn mir das so scheiße wird, dann scratch ich die auch wieder. Da kennt er nix, der Junge. Ich hoffe, ich booste nicht ins Mikro. Ich merke gerade, dass ich das Mikro voll noch vor der Fresse habe. Jaulen. Ja, das hast du richtig erkannt. Beziehungsweise richtig... Ich habe es gerade schon gelesen. Richtig predicted. Bin ich so durchschaubar? Ich muss es nur hinkriegen. Das kann einfach schwierig werden. Mit der Nase und so. Sieht der Kopf nur ein bisschen so aus, als wäre es ein Helm. Tust du ein bisschen. Oh. Warum sagt denn keiner was? Ich habe das nur gemerkt, weil ich gemerkt habe, wie da mein Atem vom Mikrofon zurück in mein Gesicht geflowt wurde. Nee, nicht durchschaubar, aber naheliegend. Ja, ich bin ein Rätsel für alle. Was mich noch ein bisschen stört, ist, dass das. Wie soll ich das rauskriegen? So, vielleicht. Das ist so massive! Ich glaube, ich weiß warum. What the fuck, aber. Gut, weil die Schnauze halt Konturen, die Lines braucht. Das geht nicht anders. Atme ich immer noch ins Mikro? Und das Cape ist zu massiv. Das muss ich auch noch ein bisschen kleiner machen. Beziehungsweise nicht das Cape, sondern das Käppchen. Aus wie eine Badekappe.
Ja, aber jetzt musste ich hinhören. Dann müsste es jetzt perfekt sein. So, jetzt müssen wir aber erstmal... Oh, wow. Ist schon wieder eine Stunde rum. Krank. Jetzt müssen wir aber erstmal zu dieser Animation hinkommen. Nicht wahr? Das ist eine 3-Frame-Animation. So, die erste ist die Ausgangsanimation. Die zweite ist die Ausgangsanimation. Oh, ho, ho. Die zweite ist die Ausgangsanimation, aber die Augen schließen sich. Das sind geschlossen. So. Und die dritte ist... Wird übertönt durch mein Fluchen und hochkonzentrierten Arbeiten. Okay. Das heißt so... Okay. Kann man so lassen, denke ich, oder? Noch ein bisschen mehr Gelb hier in die Friese. So. Okay, das ist jetzt hier noch Vergiftung. Vergiftung benutze ich relativ... Also bis jetzt noch gar nicht, was heißt relativ, Dennis Labas eine Scheiße. Gar nicht tatsächlich bis jetzt. Status-Effekte. Noch nicht mal eingeführt. Aber ich dachte, ich fange schon mal an, so Konzept-Art-mäßig ein bisschen unterwegs zu sein, wie das Ganze mal aussehen wird. Liebe geht raus. Liebe ist angekommen. Thank you very. Und mach einfach mal einfach aus Consistency-Gründen noch die Vergiftung mit rein. Ganzen Arbeitssheets werden rausgelöscht und dann haben wir jetzt hier die Idle-Animation, die ich bewege mich-Animation, die ich ballere-Animation, die ich benutze ein Item-Animation, die Magie-Animation, die ich bin Dead-Animation und die ich heule-Animation. Es war tatsächlich ein bisschen länger gedauert als sonst. Aber es war auch mit der Form Wolf und so ein bisschen schwieriger. So, exportiere ich jetzt und dann gehen wir endlich wieder zurück in den Maker. PNG. Coco Battle. So, mal gucken, ob das vernünftig exportiert hat. Asset-Ordner habe ich, glaube ich, nö. Das ist der Channel-Ordner. Asset. Hype, 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 hype. Und er hat es abgespeichert. Sehr schön. Gut. Dann fehlt uns für Coco zwar noch ein Faceset. Aber da fällt mir noch was zu ein. Database brauchen wir nicht. Character Sets. Import das hier. Character Coco. Oh, ja, die Image Size ist nicht in legalen Farben. Nur illegale Farben. Entschuldigung. So, Coco Butlis. Und Character Sets Coco Character. Okay. Und nochmal von vorne, Nummer 1 und Nummer 2, so. Ups. Jetzt erschaffe ich Coco erstmal. Coco wurde vergeschaffen. Du bekommst erstmal das Faceset von diesem Hund. Das habe ich dir mal schon mal importiert. Ja, hier. Das erstmal. Das, bis du ein Faceset hast, hast du erstmal das. Das ist dein Character Set.
man sieht es nicht so gut onscreen, selbst für mich ist es relativ klein. Aber ja, so, du benutzt das Animationsset, das nach Edi kommt. Coco. So, und jetzt muss ich deine Animation noch im Maker machen. Das ist Copy-Paste-Arbeit in den allermeisten Fällen. Ich kopiere mal aus Denzi heraus. Idle, Jump, Jump Weapon, Attack, Item, Dead und Win. Und jetzt ändere ich einfach das Sprite Sheet, das geladen werden sollte. Ich werde allerdings gleich trotzdem gucken müssen, ob das funktioniert, ob es so läuft, wie ich das haben möchte. Coco Battle. Coco Battle. Coco Battle. Und Coco Battle. Fangen wir bei Dead an, ist am einfachsten, das hat nur eine Frame. Nein, das ist nicht die richtige. Dann nehmen wir dann... Ach, man merkt, dass der Maker 2003 für Rechner ausgelegt wurde, die deutlich weniger Auflösung hatten als 1920 mal XYZ. Das ist die Angriffsanimation. Die ist auch nicht richtig. Die müssen wir komplett from scratch machen. So. Und zwar, die muss weg. Coco hockt sich ab für ein paar Frames. Dann wird geballert. Piu. So. Und dann führt Coco die Waffe wieder zurück in die Ausgangsposition. Sagen wir mal 15. So. Es ist noch der falsche Sound da drin. Ich glaube, es gibt tatsächlich keinen richtigen Schuss-Knarren-Sound. Gibt es Explosion? Ich meine, es gibt Explosion. Yes. Nehmen wir erstmal die. So. Fire vielleicht? Nee, Fire ist so. Warte. Das mal hier vernünftig machen. Die heilen alle irgendwie, als wäre es in der Halle aufgenommen worden. Yes. Ihr Feuer ist. Das vielleicht mit einem höheren Tempo. Ja, doch. Ist auf jeden Fall weniger Heil drin. Nehmen wir mal die. Sehr schön. So, dann... danke für den Hinweis. So. Jump Weapon ist bei Denzi unsichtbar, weil Denzi ist ein Ninja, der teleportiert sich einfach. Bei Coco aber nicht. Logischerweise. Die hat eine Jump-Animation, die ist aber nur fürs Fliehen gedacht. Dann wird die hier einfach stumpf drauf kopiert, weil sie in ihrer Fluchtanimation auch keine Waffe in der Hand hat. Und die Idle ist die erste, die muss ich auch bei Coco komplett neu machen, weil sie weniger Frames hat als Denzis. Das heißt, es dürfte sich gegen Ende nicht aufgehen. Also hier einmal von
a new. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist immer ein guter Maßstab. 5 Frames lang. Ein bestimmtes Sprite einzuzeigen, geht immer ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kopieren wir nochmal bis 10 runter. So. Korrigieren. Das auf 15. Achso, und umbenennen muss ich es noch. Coco ist immer das Nervigste. Das Umbenennen. Ja, Blum. Achso, ich habe jetzt den ganzen Stream nicht gefragt, weil ich es doch vergessen habe, aber war meine Tastatur laut? Okay, so viel habt ihr wahrscheinlich gar nicht gehört, ne? Ich habe tatsächlich komplett vergessen, dass das mal Thema war und jetzt nicht drauf geachtet. Habe aber auch die meiste Zeit des Streams gepixelt, also vielleicht nicht die repräsentativste Frage, ey. So, apply. Dann muss Coco noch ihre Animation bekommen. Nee, klang sehr normal. Okay. Also mein Mikro ist tatsächlich weiter weg von der Tastatur als sonst. Und direkt unter meiner Fresse, wieso ihr auch teilweise meine geile Nase gehört habt. Items. Kokos Gewehr. Warum mache ich das? Es hat eigentlich einen ganz einfachen... Wow. Hat keiner gesehen, ne? Es hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Und zwar, wenn man kein Item ausgerüstet hat in diesem Spiel, in diesem Maker, dann bleibt der Charakter an Ort und Stelle stehen und geht nicht zum Gegner. Darum habe ich allen eine Startwaffe gegeben, die nicht besonders viel macht. Hauptsache, sie ist einfach da. Weil man dann der Animation den Befehl geben kann, Move to Enemy. Das ist bei Coco in dem Fall irrelevant, weil da kein Movement drin ist. Also sie hockt sich halt ab und ballert. Ja. Jetzt brauche ich noch eine Elementklasse namens Knifte. Das sieht keiner im Spiel, darum ist es egal. Knifte, okay. Und Kokos... Achso, kann nur von Coco getragen werden und ihre Waffe ist von Typ Knifte. So. Impact. Animation brauchen wir auch noch. Die werde ich auch noch überarbeiten. Die sind tatsächlich gar nicht so geil, weil das noch die ursprünglichen vom 2000er sind. Die vom 2003er waren schon deutlich besser. Oh Gott, sorry. Nehmen wir erstmal die. So. Startwaffe von Coco, plus 3 Angriff, Gotchufam, Accuracy 19, 90. Ja, von mir aus. Coco, genau. Genau, das passt alles. Warum ist der Denzi? Ich gucke schon eingestellt. Ich glaube dich. Oh. Nö. Dann macht's auch Sinn. Battle Animation. Coco. Idle. Gotchu. Coco. Jump. Ne, das ist die Attack-Animation. Coco. Attack. Coco Attack, dann kommen Skills, auch hier Coco Idle erstmal, bis da was eingefügt ist. Coco Dead, Coco Idle, oh Gott, es tut mir so leid. Coco Idle, Defend gibt es auch noch keine. Aber es sind doch alles diese unwichtigen, die fast nie zum Einsatz kommen. Coco Jumpe. Coco, Jumpe, Victory, Coco, Win und Coco. Oh, sie hat keine Item-Animation. Dann soll sie die bekommen.
Doku-Item. So. Oh. Ach, es tut mir so leid. Kirsten Dingmann fällt sie danach tot um. Warum auch immer? Nee. Nee. So. Bei 3 wird das Item eingesetzt. 3, apply, play. So. Oh fuck, ich brauche gerade noch eine Pause. Tut mir sehr, sehr leid. Ah, nochmal in den Chat von Coco gucken. Da. Okay. Coco, du siehst die Werte hier oben, ne? Ich brauche jetzt nochmal deine Hilfe. HP, MP, Attack, Defense, Mind und Agility. Das jetzt 2 Werte aussuchen, die geil sind, 2, die normal sind und 2, die schlecht sind. Müde. Ja, ich auch. Wie gesagt, ich mache gerne noch eine Pause. Machen wir noch einen Kaffee. Was du brauchst, ist Schlaf. Ja, I know. Ich werde heute garantiert, okay, heute nicht mehr, aber ich werde morgen garantiert schlafen. Das will ich gar nicht versprechen. Also Coco, welche 2 Werte sollen geil sein? Das sind im Prinzip dieselben Werte wie bei Pokémon ungefähr. HP, MP, Angriff, Verteidigung, IQ, Mind und Agility geil. Okay. Ah, nee, Superior. Genius machen wir nicht, das ist broken. Okay. Was wird normal? Kaffee um 22 Uhr, du brauchst echt Hilfe. Ich kann so lange schlafen, wie ich will morgen. Defense und MP, scheiße. Okay, dann bleibt hier nur noch Standard für Attack und HP. So. Okay. Kokosgewehr. Sie können sich nicht dagegen wehren. Troops. Battletest, bist du bereit, dich selbst zu sehen? Coco. Gegen. Machen wir erstmal gegen Hühne. Let's go! Okay, Cape wackelt gut. Oh, du hast keine Battle Commands. LOL. Warum hast du keine Battle Commands? Battle Scadrino. Oh, dich gibt's noch gar nicht richtig. Damn. Skill, Items, Kocken, Flucht. Na? Flucht. Apply. So. Ist das cool oder ist das cool? Schieß auf das Huhn. Bam. Okay, am Ende hast du kurz einen Schlaganfall, aber das kriegen wir noch hin. Stimmt, du hast noch keine Win-Animation, die habe ich noch nicht bearbeitet. Hupsi, Pupsi. Dann sollst du die natürlich noch bekommen. Party Art, nice, die ist awesome. Thank you very. In der Stunde sieht das geil aus als erwartet. Dankeschön. So. 15.
So. Heulen Starto. Vielleicht sollte ich die sogar noch kürzer machen. Und zwar so. Zack. Zack, zack. Probieren wir es mal aus. Das ist noch ein bisschen kurz auch. Zwansch. Du kochst dann bestimmt wieder um 4 Uhr morgens irgendwas Geiles und pennst dann einfach bis keine Ahnung wann. Das könnte so kommen, ja. Warte, was habe ich denn heute gegessen? Eine Banane und ganz viel Cornflakes. Aber um 15 Uhr. Also nicht um... Nicht morgens. Ich habe jetzt nicht seit 15 Uhr... Ich habe jetzt nicht seit 10 Uhr morgens nichts mehr gegessen. Ja, es könnte kommen. Was habe ich noch im Gefrierfach? Ich habe noch Penne im Gefrierfach. Die muss ich nicht mal kochen. Die kann ich in die Mikrowelle schmeißen. Geil. Ich könnte mir echt nicht das Ding in Aktion vorstellen. Never underestimate my power. So. Starto. Ich will die Victory Animation sehen. Es war auch nicht einfach, ehrlich gesagt. Musste ich ein bisschen mehr denken als bei den anderen Charakteren. Okay, das kann man noch ein bisschen langsamer machen, aber sonst. Aber sonst ist es doch okay. Oh, so. Ich hätte nicht geplant, dass es wirklich ein Wolf wird. Ich dachte erst an ein Mädchen und suddenly Wolfkopf, why not? Sieht irgendwie doch echt süß aus. Vor allem Wolf mit blonden Haaren. Yes. Perücke sick. Oder halt schlimm Haare gebleached. So. Wir machen noch eine kleine Pause. Ich muss heute halt zwei kleine Pausen machen. Anstatt sonst eine etwas größere. Dafür größere Blöcke. Wenn ich wieder da bin, müsste ich mich an Jojo ranmachen. Wow, das kann man sehr falsch verstehen. An Jojos Charakter ranmachen, den zu bauen. Wow. Schlimm. Warte mal, so, Jojo. Hast du das bei Discord geschickt, ne? Das, genau, da ist der Hühner. Der hat halt nur selbstgemachte Assets. Ich glaube, den... Jojo, sei mir nicht böse, aber ich glaube, ich will den offscreen machen. Ich gehe schlafen, bin mega tired. Alles gut, Kai. Komm gut ins Bett, schlaf gut. Danke, dass du heute den Abend mit uns verbracht hast. Freitag geht's dann weiter mit RPG Maker, aber dann weniger Pixeln. Ich habe heute nur gepixelt. Ne, dann sehen wir uns entweder da oder von Samstag auf Sonntag 24 Stunden, vielleicht ganz mal eine Stunde entbehren und reinstellen. Ich würde mich freuen, schlaf gut. Bis die Tage. Boah, aber ich meine, es ist nur ein Schneemann. Achso, was heißt nur? Es ist halt komplett original. Ich kann halt also keine bereits verfügbaren Graphics nehmen. Kannst du mir auch gerne sagen, hey, mach mal was Sinnvolles. Nein, das ist nicht das Problem. Ich möchte halt nicht den ganzen Stream nur pixeln. Aber ich würde auch gleich sowieso den ganzen Stream weiter pixeln, weil ich dann Alex mache. Lit, also dann, yo. Wiederschauen reingehauen.
Was machen wir denn mal? Was machen wir denn mal? Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Coco einfach 3 Stunden in Anspruch nimmt. Keine Kritik, though. Keine Kritik. Nur Coco hat genauso lange gedauert, wie die Hälfte aller Sprites, die ich euch heute im revampten Battle-Dingsy gezeigt habe. Und das, obwohl ich die Presets hatte. Boah, ist aber auch ein sehr origineller Charakter. Und ich finde halt tatsächlich, ob man jetzt ein Freund von hier diesen Kink-Sachen ist, hier diesen, nicht Kink, Mink, beziehungsweise hier diese Furry-Sachen, völlig egal, aber die Idee ist halt mega cool, einen Wolf zu basteln, der Rotkäppchen ist und auch noch die Knarre hat. So wie Breed hier gesagt hat, es spielt eigentlich nur noch die Oma. Darum finde ich's cool. Ja, wir machen jetzt aber erstmal ein klein bisschen Pause und dann überlege ich mir in der Pause, was ich als nächstes mache. Ich meine, Alex' Charakter ist relativ einfach. Ist einfach ein Boy mit einem Hammer. Und nicht mal eine Farblimitierung bekommen. Also mache ich dich komplett grün und pink. Hast du an sowas Spaß? Nein. Nein, nein. Ich guck mal, was habe ich denn hier noch? Ah. Okay. Dich im Gua. Okay, also Alex Steinmacher ist einfach so ein Typ mit einem Hammer auf dem Rücken, Stiefeln, Muscle Top und Ziegenbart, richtig? Schreib mir doch bitte nochmal während der Pause kurz die Farben, die da, also ich nehme an viel Blau, aber was der jetzt so können soll, beziehungsweise was der jetzt für Farben hat und so. Haarfarbe, Bartfarbe, Hautfarbe, Tanktopfarbe, Gürtelfarbe, Jeansfarbe, Stiefelfarbe, Hammerfarbe, all jenes und auch ein bisschen solches. So, ich mache jetzt aber erstmal ganz kurz einen Sprung vor die Tür. Genieße ein bisschen den Restschnee, der da noch liegt. Ich habe gehört, heute Nacht soll es schneien. Das werde ich für euch in Erfahrung bringen. Und ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Yeah.